Liebe Gemeinde an den Bildschirmen, seien Sie gegrüßt zu unserem ersten Internetgottesdienst aus der Evangelischen Kirche in Bad Marienberg. Durch ihn sind wir in dieser schweren Zeit miteinander verbunden. Denn Schmerz und Trost, Licht und Dunkelheit, Tod und Leben, Unsicherheit und Hoffnung bestimmen derzeit unser Leben. Der heutige Sonntag, Letare, freue dich, lässt uns mitten in der Passionszeit schon etwas von Ostern erahnen. Von der Hoffnung, die in der Auferstehung Jesu Christi begründet ist. Nicht am Leid vorbei, sondern mitten durch das Leid hindurch. Wie es Jesus von sich im Wochenspruch sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Beginnen wollen wir nun mit dem ersten Lied. Wir gehen hinauf nach Jerusalem, 545, und wir singen die Strophen 1 bis 4. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beten gemeinsam den Psalm 34 im Wechsel. Sie finden ihn unter der Nummer 718 in Ihrem Gesangbuch. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer in ihnen lief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Mühen. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut.
Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Der Herr erlöst das Leben seiner Gerechten, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Kommt und lasst uns anbeten den Namen des Herrn. Christus, du bist das Weizenkorn, das in die Erde fiel und starb und schon viele Früchte brachte. Lass auch unter uns in dieser schweren Zeit die Saat des Glaubens aufgehen. Gott Vater, wecke durch deine Treue unsere Treue zu deiner Wahrheit. Christus, dein Wort sei unser täglich Brot, dein Geist unser ständiger Begleiter. Darum bitten wir in der Kraft des Heiligen Geistes durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, jetzt und alle Tage. Ich lese uns Worte aus der Heiligen Schrift, aus dem 12. Kapitel des Evangeliums nach Johannes, die Verse 20 bis 26. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied Korn, das in die Erde, im Gesangbuch die Nummer 98, die Strophen 1 bis 3. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext hören wir Worte, wie sie bei Jesaja im 66. Kapitel niedergeschrieben stehen. Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freuet euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an ihrer vollen Mutterbrust. Denn so spricht der Herr: Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen, auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein soll grün wie Gras werden. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Liebe Gemeinde, starke Worte und sinnliche Bilder sind das, die der Prophet hier im Namen Gottes den Menschen verkündigt. Bilder, die die Erinnerung in einem wach werden lassen an die eigene Kindheit. Viele werden schmunzeln und schöne Erinnerungen an ihre eigene Kindheit entdecken und auch daran, was sie heute mit ihren Kindern und Enkelkindern erleben können. Bilder, die sich einprägen, aus denen man Kraft zieht, die Hoffnung wecken für die Zukunft. Auch das gehört dazu. Bilder, die deutlich machen, ganz gleich was kommt, da gibt es etwas, was stärker ist für die Zukunft, was mich trägt. Bilder von einer Mutter, die ihr Kind in den Armen hält, die es nährt an der Mutterbrust. Bilder des Lebens, prall gefüllt mit Leben, mit all dem, was dazugehört, an schönen und an schweren Dingen, was das Leben so bietet. Der Prophet verkündigt diese Worte seinem Volk im Auftrag Gottes. Dem Volk, das zu dieser Zeit sich im Exil befand. Sie hatten die Heimat verloren. Nebukadnezar hatte ihre Heimat zerstört und sie weggeführt in die babylonische Gefangenschaft. Und sie fragten sich, wie sollten das jetzt weitergehen? Wie soll das werden in der Zukunft? Was haben wir denn noch? Vielleicht noch ein paar Erinnerungen an Jerusalem, die Stadt des Friedens, die Stadt der Hoffnung, die Stadt des Tempels und des Wohnsitzes Gottes auf Erden sozusagen. Was bleibt? Wie soll's weitergehen? Sie wussten's nicht. Aber Gott lässt sie nicht in dieser Situation allein, sondern über den Propheten erhalten sie diese frohe Botschaft. Leute, was gewesen ist und was jetzt ist, das wird nicht das letzte Wort haben, sondern eine Zukunft ist da, die euch Leben ermöglicht. Prall gefüllte Mutterbrüste der Stadt Jerusalem, die Nahrung, da kann man Kraft sammeln, wachsen, groß werden. Die Zukunft, das Leben ist sozusagen darin abgebildet. Und all das andere, was der Prophet verkündigt, doch auch in den Arm nehmen, auf die Knie das Kind nehmen, es trösten. Bilder, die Mut und Kraft wecken
die einen nähren, nicht nur vom Leib her, sondern auch von der Seele her. Das ist den Menschen zugesagt, weil Gott sagt, ich habe euch lieb, ich lasse euch nicht alleine, komme, was da wolle. Jetzt mag der ein oder die andere sagen, ja, schön und gut, alte, ehrwürdige Worte. Aber was hat das mit mir heute zu tun? Wir sind ja nicht im Exil. Wir haben keinen Krieg. Richtig, wir haben keinen Krieg. Wir haben unser Leben hier. Hier fallen keine Bomben. Aber Vorsicht, sind diese Worte wirklich so weit weg, wie sie scheinen, und die Geschichte Israels, des Volkes Gottes auch? Weit weg? Oder kommen sie sich auf ganz eigene Art und Weise ganz nahe? Verbinden wir uns mit ihnen? Die Menschen damals, sie waren herausgerissen aus ihrer Heimat. Und heute, was ist mit uns? Wir sind herausgerissen in dieser Zeit aus unserem Leben, so wie wir es gewohnt sind. Wir sind herausgerissen aus unserem Alltag, aus dem, was wir sonst so tun oder lassen. In etlichen Gesprächen habe ich es gehört, dass Menschen sagen, ich fühle mich wie in einer parallelen Welt. Ich kann das gar nicht glauben, dass das jetzt hier wahr ist. Wir haben keinen Krieg, kein Heer gegen uns. Nein, ein kleines Virus. Man schmeckt's nicht, man kriegt es nicht zu Augen und vor die Augen, man kann es nicht hören, aber es ist da. Es stellt unser Leben auf den Kopf. Von der einen auf die andere Sekunde, die Nachrichten überschlagen sich. Und noch etwas verbindet uns mit den Menschen damals. Die Frage, was soll denn nun werden? Wie soll es denn weitergehen? Wie geht es denn weiter mit mir, mit meiner Gesundheit? Und die Gesundheit und der Gesundheit meiner Freunde, meiner Familie. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter mit meinem Beruf? Hält die Firma das durch, die Zeit, die jetzt kommt, oder verliere ich meinen Job und mein Geld, meinen Lebensunterhalt? Fragen, die angebracht sind, die notwendig sind, Ängste, die uns einen mit den Menschen damals. Und gerade in einer solchen Zeit ist es doch wichtig, Worte zu hören, die einem sagen, das Leben ist jetzt total verändert. Ja, und Angst und Sorge sind da, die gehören dazu, auch zu diesem Leben auf unterschiedlichste Art und Weise. Ja, und zugleich zu hören, diese Sorgen, Ängste und Nöte, sie werden nicht das letzte Wort haben, sondern da ist einer da, der größer ist als all das, der uns Mut und Kraft gibt, der uns nährt an Leib und Seele, der bei uns ist, selbst dann, wenn keine Menschen mehr bei uns sein können und dürfen, wegen dieses Virus. Gott ist und bleibt an unserer Seite. Das ist die Botschaft dieser Worte auch für uns heute. Und dass das keine leeren Worte sind, das hat Gott mit seinem Sohn Jesus Christus deutlich gemacht. Er hat es nicht bei Worten belassen, sondern da sind Taten erfolgt. Die Geburt Jesu Christi, Gottes Liebe, die Mensch geworden ist, Fleisch und Blut angenommen hat, für uns da in unserem Leben. Er hat uns gezeigt, dass Leben sich ändern kann, dass wir wieder eine neue Perspektive bekommen, dass wir nicht in Not und Elend sitzen bleiben müssen. Das soll nicht heißen, dass die schweren Zeiten jetzt schön geredet werden sollen. Das kann man nicht. Man kann auch Ängste und Sorgen nicht einfach gleich wegnehmen, aber die Hoffnung geben,
dass sich da etwas verändert. Und welch eine Hoffnung ist das, wenn der Sohn Gottes in diese Welt gekommen ist, um uns zu erlösen, zu entbinden von all dem, was uns kaputt machen möchte, vor allen Dingen auch vor der Panik und der Angst, die ja mindestens mal eine so starke Waffe ist wie das Virus selbst. Nein, Angst soll nicht übermächtig werden, soll uns nicht übermannen, weil Jesus Christus gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Zu unserem Gott können wir kommen, mit ihm reden wie mit einem guten Freund. Er ist da in unserem Leben, in guten wie auch in schweren Zeiten. Und ja, wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, vielleicht auch Sie an Ihre, dann denke ich oft an ausgebreitete Arme, die mir signalisieren, komm, komm her zu mir. Ich lasse dich nicht allein. Ich freue mich mit dir und herze dich und drücke dich, bin ganz bei dir, lache mit dir, wenn du lachst. Und gleichzeitig schließe ich dich auch in meine Arme, wenn du eine Bauchlandung hingelegt hast, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn die Tränen kullern und du verzweifelt bist. All das gehört dazu, zum Leben, und all das bietet uns unser Gott an. Und Jesus hat das sogar ganz sinnbildlich gemacht. Am Karfreitag hat er die Arme ausgebreitet am Kreuz auf Golgatha. Kommt zu mir, ich lasse euch nicht allein. Ich erlöse euch, entbinde euch von dem, was Leben kaputt macht. Ich bin da, ihr sollt satt werden, voller Freude am Leben, in der Gemeinschaft untereinander und mit Gott. Und auch die Gemeinschaft untereinander, die wir jetzt körperlich im Moment nicht leben dürfen und leben können, aus gesundheitlichen Gründen. Diese Gemeinschaft, sie bleibt uns erhalten, weil Gott uns seinen Tröster gesandt hat, den Heiligen Geist, der uns miteinander verbindet, im Gebet, über die Kamera, miteinander, dass wir Gottesdienste trotzdem zu Hause feiern können und fröhlich sein können, mitten im Leid, mitten in Not. Das ist gut so. Das ist gut so, dass wir so signalisiert bekommen und weitergeben können, wir sind stärker. Nicht, weil wir so gut sind, weil wir alles könnten, weil wir alles in der Hand haben. Das sehen wir ja gerade, dass wir gerade dieses nicht haben. Wir sind und bleiben aber größer und stärker durch unseren Gott, miteinander verbunden, in diesem Leben, auch in dieser Zeit. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich uns allen, dass wir uns diese Bilder, diese starken Bilder, die der Prophet hier verwendet, immer wieder vor Augen führen, dass wir wissen dürfen, sie gelten auch für uns hier und jetzt. Und Gott gibt uns die Kraft, diese schwere Zeit zu durchstehen und auch Gutes daraus werden zu lassen, einander zu helfen, so wie die Einkaufsdienste beispielsweise, die jetzt für ältere Menschen erbracht werden. Aneinander zu denken, füreinander da zu sein, im Geist, dem Heiligen Geist Gottes. Ich wünsche uns diese Kraft des Lebens, die aus diesen Worten, die wir gehört haben, vorhin nur so sprudelt. Euch, Ihnen und uns, für jetzt, für die Zukunft, viel Hoffnung, viel Zuversicht und Freude mitten in dieser Zeit. Vor allem aber Gottes Schutz und Segen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu, unserem Herrn. Amen.
Wir singen jetzt das Lied 398, In dir ist Freude in allem Leid. Gottesdienst heute auch an die Verstorbenen aus unserer Kirchengemeinde, an die, die wir in den vergangenen Tagen zum Grabe tragen mussten. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. So entzünden wir ein Lebenslicht für Frau Linda Kraus-Kaiser. Für Herrn Heini Flick. Für Herrn Theo Rübsamen. Für Herrn Walter Widerstein. Für Herrn Peter Stoib. Für Frau Hildegard Neb und für Frau Hildegard Böhmer. Guter Gott, wir sind traurig, dass Linda Kraus-Kaiser, Heini Flick, Theo Rübsamen, Walter Widerstein, Peter Stoib, Hildegard Neb und Hildegard Böhmer verstorben sind. Wir vertrauen aber fest darauf, dass die Verstorbenen bei dir geborgen sind und ein neues Zuhause finden. Wir bitten dich, sei du bei den Hinterbliebenen und bei allen, die um die Verstorbenen trauern. Schenke du Trost, Kraft und irgendwann neuen Lebensmut. Amen. Wir wollen uns noch einen Moment nehmen, an die Verstorbenen denken, für ihre Angehörigen beten
und unterstützt werden wir dabei durch ein Musikstück der Orgel. So wollen wir miteinander weiterbeten und Fürbitte halten. Jetzt, Gott, Vater und Mutter im Himmel, jetzt brauchen wir dich ganz besonders mit deinem Trost, deiner Kraft, deinem Beistand. Wir brauchen dich an unserer Seite, in uns und um uns herum. Denn wir brauchen Mut und Fantasie und Zuversicht und Kraft. Darum, Vater, Mutter im Himmel, schenke deine helfende Nähe den Kranken, den Sterbenden, den Trauernden, den Besorgten. Schenke deine helfende Nähe den Ärztinnen und Pflegern, Rettungskräften und Arzthelferinnen, all denen, die nicht müde werden, anderen beizustehen. Schenke deine helfende Nähe den Verantwortlichen in Gesundheitsämtern und Einrichtungen, in Politik und Wirtschaft, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf der Suche nach Heilmitteln und Impfstoffen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Supermärkten und Apotheken. Schenke deine helfende Nähe denen, die etwas abseits unserer derzeitigen Aufmerksamkeit leben und leiden, den Menschen auf der Straße, den Armen, den Hungernden, den Menschen auf der Flucht vor Hunger, Krieg und Terror. Jetzt, Gott, Vater und Mutter im Himmel, jetzt brauchen wir dich ganz besonders mit deinem Trost, deiner Kraft, deinem Beistand. Und wir danken dir,
für die vielen Augenblicke, in denen wir deine Hilfe erfahren können, in aller gelebten, helfenden Mitmenschlichkeit, jeden Tag neu. Amen. Und alles, was uns darüber hinaus in dieser Stunde bewegt und beschäftigt, legen wir nun in das Gebet, das unser Herr Jesus Christus uns alle zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, liebe Gemeinde zu Hause und liebe Kollegen hier in der Kirche in Bad Marienberg, das war schon ein besonderer Gottesdienst, den wir heute hier gefeiert haben. Wir vier Kollegen alleine mit Wolfram Strunk an der Orgel in einem guten Sicherheitsabstand gemeinsam diesen Gottesdienst stellvertretend und natürlich auch verbunden mit Ihnen zu Hause. Wir möchten einladen, dass wir auch in den kommenden Tagen und Wochen, in denen wir uns nicht treffen können, verbunden bleiben. Eine ganz tolle Aktion, finde ich, ist die Idee, mittwochs abends um 19 Uhr alle Glocken in unseren Dörfern zu läuten, miteinander sich Zeit zu nehmen, 5 Minuten für einen Psalm, ein Gebet, das wohlvertraute Vaterunser. Und auch wenn wir getrennt sind und das schmerzlich ist, verbunden zu sein im Gedanken und im Gebet. Dazu laden wir Sie alle ein. Und auch wenn es keine Gottesdienste gibt und keine Gruppen und Kreise und wir uns nicht sehen können, wollen wir Pfarrer und wir Mitarbeitenden in der Kirchengemeinde trotzdem für Sie da sein und erreichbar sein. Wenn Sie der Schuh drückt, wenn Sie jemanden brauchen, mit dem Sie sprechen können, wenn Sie mal eine vertraute Stimme hören möchten, dann rufen Sie uns einfach gerne an. Wir sind da und wollen auch in den kommenden Tagen für Sie da sein. Bleiben Sie gesund. Wir bleiben miteinander verbunden. Und jetzt singen wir noch einmal kräftig miteinander das Lied aus dem EG Plus. Ich hoffe, der ein oder andere hat es vielleicht zu Hause oder kennt das Lied. Wir versuchen unser Bestes hier in der Kirche, die Nummer 152 aus dem EG Plus. Weise uns den Weg, Gott, geh mit.
So wollen wir in diese Zeit gehen mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.